So, und damit hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zurück zu Let's Play Mass Effect 3 und Onlöchsten. Ich wollte schon sagen, ich gehe nur weg. Ich weiß gar nicht mal, was man. Ja. Da hat sie allerdings auch ein gutes Argument getroffen. Nein, wir waren ja im letzten Part, haben wir ja den Grundstein für die Heilung der Genophage. Phage, Lage, Mage, gelegt. Dankeschön. Und ja, wurden ja von Cerberus überrascht. So, mal gucken, gibt es eine neue E-Mail? Also, nee, das möchte ich aber noch nicht. Das interessiert mich nach wie vor nicht. E-Mail, gut, gibt's auch nichts. Das ist toll. Machen wir nichts lesen. Sehr entspannend. Okay, was gibt's denn hier auf der Galaxy-Karte? Hätten die, wann habe ich aufgenommen? Okay, 45. Ja, hier waren wir ja gerade eben. Oh Gott. Und können wir nochmal scannen, aber hier ist nichts mehr. Also, können wir uns wieder zum Massenportal verpieseln. Jawohl, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, 60 fucking FPS. Okay, wir müssen Kundschaft danach gehen. Das sind Hauptmissionen, denke ich mal, weil die so toll blinken. Also, vermissten Kunden. Moment, die blinken auch. Scheiße. Gut, ich glaube aber, das ist eine Nebenquest. Also gehen wir der mal kurz nach. Okay, Cutscenes. Cutscenes sind erstaunlicherweise auf 30 FPS festgesetzt, aber das restliche Spiel ist auf 60. Mysteriös. Achso, hier ist irgendwas. Wow, was? Horchpass, achso, Horchpass, nee, da will ich ja gar nicht hin, ich will gehen. Nach Mula Xul. Was sich seltsam anhört, aber. Ich kann erstmal hier ein bisschen so scannen, warte mal, wahrscheinlich hier ist irgendwas. Na, hallo. Also, Reaper, jemand hier? Bisschen Geld, so ein bisschen, so muss nicht viel sein. Holt auf mal nichts, ihr seid geizig, na gut. Otoku ist zwar besiedelbar, aber extreme Temperaturen und Wetterbedingungen haben bisher alle von der Kolonisierung abgehalten. Weil es auf dem Planeten kaum flüssiges Wasser zur Wärmespeicherung gibt, schwanken die Oberflächentemperatur regelmäßig zwischen 70 und minus 60 Grad Celsius. Otokus Vegetation hat biegsame Stämme entwickelt, um starken Wind zu überstehen und ledrige Blätter, um gegen die häufigen Sandstürme bestehen zu können. Das tierische Leben spielt sich hauptsächlich in den kleinen Meeren ab. Otoku hat kaum wertvolle Mineralien. Okay, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Also, naja, könnt ihr hier selber lesen. Aber hab mich jetzt entschieden, ich werde hier solche Sachen immer vorlesen. Weil wegen, naja, ist ja doch schon. Gehört zum Spiel dazu, also muss man noch einen Vortrag. Gut, wir nehmen mal mit. Also, meine typische Auswahl würde wieder Geros und Edi sein. Einfach weil Edi kann manchmal Sachen machen und Geros auch. Ja, annehmen. Ich weiß, ein starkes Argument. Okay, Cutscenes sind wirklich auf 30 FPS immer runtergeschraubt. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Schwere Pistolen. Pistolen sind sich eh kaum. Okay, haben wir, glaube ich, alles. Also gehen wir hier mal Garrus durch. Okay, Garrus hat schon seine Modifikation und darf ja auch sehr schön Edi töten. Kann der was anderes sagen, du Vollidiot. Können wir hier dann modifizieren, weil ich meine, sie muss ja nicht mit dem letzten Müll kämpfen. Verringert das Gewicht der Waffe, gut, interessiert sie wahrscheinlich eh nicht so. Und verringert, was? Also wird, ja, gut, kannst du haben, benutze ich eh nicht. Dankeschön, sowas ist hier, schwere Pistole. Pistolen erhöht Schaden um 15, das ist schon nicht schlecht, ja. Und erhöht Präzision, das ist sehr gut. Bitte schön, Edi, mache ich doch gerne für dich, mein Schatz. Und jetzt lass uns doch mal dahin fliegen, nach Utokus. Das werden wir, Shepard.
Okay. No. Das ist gut. Oh. Marsch. Der Doc. Jetzt mal ganz kurz. Nehmen Sie, was Sie brauchen und drücken Sie ab. Ei. Was ich echt nicht verstehe bei diesen Dingern, bei diesen. Warum haben die hinten am Nacken so ein riesen Ding auf? Ich meine, haben die noch so einen riesen Stirnacken oder. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. So, Ersatzteile, okay, oh, 1625 Credits. Pistolen Großkaliberlauf, ich glaube, den hat. Oh, Pursuit 2. Und Claymore. Okay, Claymore dachte ich jetzt ist eine Mine, aber ist ja keine. Bewaffnung kurz ändern, das ist nämlich eine Schrotflinte. Informationen. Die Claymore war eine Schrotflinte mit Rosette, verkaufte sich aber schlecht, weil die Rückstoß hin. Also, Kokana den Arm brach. Nach einer Bewahrung, aber halt chinesischen Dämpfungssystem. Wird die Claymore nun wieder ausgeliefert, um Kunden zurückzuholen, hat der Hersteller den Kaufpreis gesenkt. Okay. Ich glaube, ich nehme die einfach mal, weil. Okay, die Beschreibung allein schon ist lustig. Gut, die nehme ich. Halt, habe ich jetzt genommen? Ja, gut. Dann, eigentlich können wir hier mal die Waffen. Ups. Ich weiß ja nicht, irgendwie ist die. Ah, die macht mehr Schaden, weißt du? Och, ich weiß nicht. Ach, ich nehme. Och, ich nehme die einfach, weil Präzision. So, dann machen wir hier mal kurz. Können wir die nicht modifizieren? Nein, ich dachte, man kann die modifizieren. Na gut, dann nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Huch, warte. Die Claymore. Hübsch. Werden wir, denke ich mal, hübsches Messer auch brauchen, wenn sie hier rumliegt, ne? Also. Haben wir jetzt alles uns geklaut hier und schreiten voran, mutig wie wir sind. Was ist das? Nix, das ist nix. Umso besser. Okay, hier, seht ihr, was haben die da? Das sieht so riesig, na Katzen, das sieht immer so riesig aus, Alter. Das ist schön, dass du direkt hinter mir bist, aber ich möchte erstmal, haha, Waffenmodstation. Okay, hier kann ich das machen. Na gut. So, dann machen wir mal hier Großkaliberlauf, ne? Und Pistolenzielfernrohr. Ich hoffe, das sieht nicht so scheiße aus. Okay, bestätigen zurück. Ja, ich muss es mal jetzt angucken, da und. Naja, gut. Okay, Mount Corn hätte mir jetzt besser gefallen, aber man kann halt nicht anders haben, ne? So, dann nehmen wir wieder unser Sturmgewehr. Und zwar schon mal vorsorglich mit Kryo-Munition. Und MP-Großkaliberbelauf brauche ich gerade, glaube ich, nicht, weil ich die MP nicht benutzen werde. Höchstens die Schrotflinte und hier die, ne? Ersatzteile, danke fürs Geld. Kann man immer gebrauchen. Klingt sehr schön. Was war das jetzt? Das war seltsam. Aber ich glaube, weiß ich jetzt nicht, was das war, aber es war es das. Oh Gott! Meine Fresse, Alter! Hey, ich weiß jetzt echt gerade nicht, warum, aber das hat mir jetzt eben so einen Schock versetzt. Ja. Meine Fresse, Alter, ich weiß jetzt. Oh, das war überhaupt nicht gruselig, aber ja, ich hab die übrigens voll erschrocken.
Oh, ich war noch so in dem Trott drin. Hey Netz, hallo Netz. Weil ich war noch so, also es ist ein Screen passiert, nee, was. Das war die falsche Taste. Achso, Flammenwerfer. In Assassin's Creed passiert nie was gruselig, in Fallout 1 auch nicht so wirklich. Und in War of the Wars ist auch nicht. Ja, dann mach die Lampe an. Achso, falsche Taste. Und deswegen jetzt auch mal was hier drum, sondern. Oh ja, zum Fakt. Wow. Nur so kleinen Viecher da. Guck mal, Eierchen. Eine Art Kapsel voraus. Ja. Vorsicht, wo sie hintreten. Ja, ja, die sind auch schon lustig. Also wenn man die nicht kaputt macht, dann stüpfen da so lustige kleine Viecher raus, die einen dann so aua machen. Und hier können wir eh nicht durch, also müssen wir hier durch, denke ich mal. Oder auch einfach nicht, hübsch, 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 hübsch. Oder wie Tadeus sagen würde, der Innenarchitekt gehört verprügelt. Ach, noch klettert doch da hoch, oder so. Hallo. Wow. Haha, Bug. Platsch, platsch. Platsch, wie schön. Alles macht platsch, ist das nicht schön? Blopp. Verbrenne. Och, guck mal, was da ist. Große Saria, gleich Krieg. Hallo, mein Süßer. Ach, ihr habt mir so viel Freude bereitet. Ja, und zwar Scheißkontakt, beobachtet, ne? Hallo, Reaper-Teile. Wow, 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 wow. Ach, F drücken. Okay, ich habe die Dinger alle unterschätzt hier. Ich habe gedacht, ach, das wird wohl nicht so schwierig. Oh, da, lass mal stecken. Oder nehmen wir vielleicht doch mal lieber den Flammenwerfer mit. Hallo, Munition oder irgendwas anderes. Oh, Schrotflinten, Schredder Mod 2. Gut, das ist gut. Da hinten liegt noch irgendwas. Sieht mir total so aus. Und, ach, diese kleinen lustigen Krabbelfiecher. Ich weiß gar nicht, sind die gefährlich? Aber sie nerven auf jeden Fall. Stirb. Haha, da liegt was. Was ist denn die? Ach, Munition. Ja, super. Achso, und so ein lustiger Kroganer, der so ein bisschen tot ist. Ein bisschen, so fern ich was auf. Blub. Platsch, 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 platsch. Platsch, platsch, Manitou, Manitou, platsch, platsch. Aua! Was war das? Du hast mir Aua gemacht. Ich erkenne sie kaum wieder. Die Reaper haben Modifikationen vorgenommen. Dag, hier Shepard. Rachni-Präsenz bestätigt. Modifiziert und sehr gefährlich. Hübsch. Ja, ich mach's gerade kaputt. Was ist das? Voll die Grafikfehler. Scheiß Nvidia. Ach, stimmt ja, die. Ah, ja, stimmt ja, die machen die. Die verletzen dich. Ah, ja, ja, schon klar. Hallo Netz, wie geht's dir, Netz? Ich hab das Internet kaputt gemacht. Sehe ich auch. Achso. Wie kommen wir daran vorbei? Kaputt machen. Das sieht wichtig aus. Wie kommst du denn darauf? Und tschüss. Ja, das sehe ich eben so. Das war ein schöner Wechsel. Dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Na los! Einsturz. Was? Was hat das mit den Bugs jetzt auf sich? Sind die jetzt neuerdings Standard?
Ihr habt das doch auch gesehen, oder? Also, das ist creepy ein bisschen. Ich meine, gut, das sind Cutscenes. Sie sind jetzt, glaube ich, jetzt nicht so schade, wenn man sie übersieht, aber es ist auf jeden Fall seltsam. Hau raus. Das ist nett. Gestorben, damit wir eine Chance haben, zur Zentralkammer zu kommen. Los! Müssen wir jetzt hier lang? Nee. Das war nur ein alternativer Weg, denke ich mir mal. Gut, blub, blub, blub. Gott, wo soll ich lang? Also, na gut, dumme Frage. Ach, hallo. Hi. Wie süß. Platsch, platsch. Platsch, platsch. Ach ja, Flammenwerfer sind tolle Sachen. Das ist auch Flammenwerfer. Ich werf's Flammen. Lustig, lustig. Tralala. Warum mach ich die überhaupt kaputt? Das geht eh nicht weiter. Ja, ein bisschen. Bisschen Mad Black Teams wird. Hallöchen. Gut, da sind diesmal ein paar Spielkameraden. Oh, wo sind sie denn? Wow. Achso. Ich dachte eben, da habe ich dich jetzt gehauen, Edi. Ah, tschüss. Wow, geh da, geh in Deckung. So, du bist schon mal kaputt. Wähl mal das Ding hier aus und Kyro-Munition schnell. Danke. Trotzdem, Kyro-Munition. Hi, mein Digga. Hi. Na komm. Und tschüss. Achso, die kleinen Drecksviecher. Ich hab doch schon Druck auf der Blase. Hey, jetzt stirb. Oh, bist du eingefroren. Oh, wie hässlich. Hast du gerade gekackt? Also echt. Hallo, Moni. Gut, das sieht ja. Weil darf eben nicht am Visieren. Ach du schon wieder. Tja, schon im Eimer. Ihh. Kriegt man ja AIDS von. Stirb. Klar, hallo Eddie, du hast mich erschrocken. Huch. Gut, wir ja, erkunden im nächsten Part die Höhle weiter. Warte mal, 5? Ja, doch, ist schon ein bisschen länger der Part. Bis zum nächsten Mal.